Ja, mehrere Gerichtsprozesse sind heute hier am Wiener Straflandesgericht, die von großem Interesse sind. Wahrscheinlich am größten jener von zwei Polizeibeamten. Denen wird zur Last gelegt, dass sie im Mai des Jahres 2019 bei einer Klimademo falsch gehandelt hätten. Der eine hätte einen Demonstranten geschlagen. Es gibt hier natürlich auch ein Video davon. Da gab es mehrere Schläge, 9 an der Zahl in der Nierengegend. Und ein anderer soll hier falsche Zusammenhänge oder Ereignisse falsch dargestellt haben. Den beiden Männern droht bei einer Verurteilung und bei einem Strafausmaß bei mehr als einem Jahr auch der Amtsverlust. Bei uns ist jetzt Frau Grossmann von System Change. Schönen guten Morgen. Sie haben den Prozess auch schon begleitet. Ganz allgemein, wie haben denn Sie die Ereignisse, die sich im Mai des Jahres 2019 zugetragen haben, damals erlebt? Im Mai 2019 fand eine Sitzblockade statt bei der Urania, wo die Aktivisten und Aktivistinnen auf der Straße saßen und deeskalativ sich verhalten haben. Und es ging dann ja nicht nur gegen den, wo der Fall heute stattfindet, sondern auch zwei andere Aktivisten mit massiver Polizeigewalt vor. Und das ist etwas, was in keinem Fall passieren kann. Also eine Exekutive darf nicht so gewalttätig gegenüber uns Menschen, Bürger und Bürgerinnen vorgehen. Zusätzlich ist hier zu beobachten, dass die Polizei versucht hat, strategisch die Proteste zu delegitimieren. Man hat das ja gesehen, es sind alle Aktivisten freigesprochen worden, allen Maßnahmenbeschwerden wurde mindestens teilweise Recht gegeben und gleichzeitig sind die angeklagten Beamten befördert worden zwischen 2019 und heute. Also da sieht man, dass das System irgendwie zusammenarbeitet und da eine Strategie der Delegitimierung und Verunsicherung führt. Man sieht zum Glück auch, dass das nicht funktioniert. Es gibt weiterhin Klimaproteste, denn die Klimakrise verschärft sich und mittlerweile sieht man auch, die Polizei geht anders vor. Das Landesverwaltungsgericht hat auch bereits festgestellt, dass die Ereignisse damals von den beiden Männern rechtswidrig waren. Nichtsdestotrotz, wie glauben Sie, ist es dazu gekommen, dass es derart eskaliert ist? Weil es gibt ja auch dieses berühmt gewordene Video von der Urania, das die Szenen ganz eindeutig auch zeigt. Ja, es gab auch das berühmte Video mit dem Kopf unterm Auto, das war ja am gleichen Tag. Man hat damals gemerkt, die Polizei ist heillos überfordert und wusste nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll. Warum sie das waren, weiß man nicht. Man nimmt an, die sind trainiert damit, mit legitimem Protest auch in einer nicht gewaltvollen Art umzugehen. Aber da hat man einfach gesehen, es war vielleicht noch nicht so viel Öffentlichkeit auf dem Thema wie jetzt. Man konnte auch vielleicht mal hinhauen und wenn man Angst hatte, irgendwie was machen, was man nicht sollte. Es ist, wir hatten dann auch 2 Tage später eine große Demonstration gegen Polizeigewalt, wo man sehr stark gesehen hat, in wie vielen Teilen der Gesellschaft das ein Thema ist. Also in dem Fall ist es ein weißer Mann, der da Opfer dieser Polizeigewalt wurde, aber tagtäglich werden Menschen von der Polizei physisch und anderweitig schlecht behandelt, misshandelt teilweise. Da muss einfach aufgeräumt werden und heute könnte ein erster oder ein weiterer kleiner Schritt sein, dass da juristische Urteile fallen, die den Weg für die Zukunft weisen. Jetzt ist es natürlich so, der 33-Jährige hat bei der Richterin gesagt, er habe den Demonstranten möglichst schnell aus der Bauchlage bringen wollen, auch wegen der Gefahr eines möglichen Erstickungstodes. Aus Ihrer Sicht nachvollziehbar? Nein, ich habe keine Polizeischule besucht, aber wenn jemand am Bauch liegt und ich schlage ihm in die Nieren, sehe ich nicht, wie der dadurch aufstehen soll. Wie glauben Sie, wird das denn bei zukünftigen Demonstrationen sein? Wie wird sich die Lage da abspielen? Also wir sehen jetzt schon, dass die Polizei meistens deeskalativer vorgeht, vor allem bei Protesten im Klimabereich. Hat sicher auch damit zu tun, dass durch Fridays for Future diese Thematik viel mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt wurde und dass auch Aktionen des zivilen Ungehorsams an derselben Stelle vor ein paar Monaten von Extinction Rebellion oder jetzt die Proteste in der Lubao nicht so gewaltvoll geräumt werden. Da scheint ein Strategiewechsel passiert zu sein, vielleicht auch von der Stadt Wien. Und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Und vielleicht auch, dass man trotz aller Unterschiede und unterschiedlicher Sichtweisen miteinander, so gut es geht, auch bei Demonstrationen redet, spricht miteinander, dass es eben nicht so weit kommt? Ja, natürlich. Von uns geht nie Eskalation aus. Also uns jetzt im Sinne von den meisten Menschen, die sich für Klimakrise einsetzen, denke ich. Die Polizei ist in anderen Fällen vielleicht manchmal unterstützend tätig, also bei Corona-Demos könnte man auch verlangen, dass sie mehr irgendwie durchgreift, manchmal jetzt nicht physisch, aber dass da mehr regulativ auch eingegriffen wird. Aber prinzipiell, egal wie, in welcher Form die Polizei handelt, so physische Gewalt ist einfach nicht
nicht in Ordnung. Und auch, dass es sich jetzt seit 2 Jahren zieht. Also die Person, die da geschlagen wurde, ist seit 2 Jahren immer wieder im Gerichtsverfahren, hat unglaublich hohe Kosten. Wissen Sie, wie es ihm geht, auch körperlich? Körperlich geht es ihm mittlerweile wieder gut. Es waren zum Glück keine bleibenden Schäden. Aber natürlich, was das mit der Psyche macht, zieht sich länger. Und die Belastung, ständig darüber aussagen zu müssen, ständig irgendwie delegitimiert zu werden, ist natürlich sehr belastend für ihn persönlich, aber natürlich auch für alle anderen in seinem Umfeld. Wir sagen immer einen Angriff auf eine Person, aber es geht uns alle an, weil es geht um den Protest und nicht um die Einzelperson, die was falsch gemacht hat. Frau Grossmann, vielen Dank für diese Informationen. Also heute hier der große Prozess. Es wird wahrscheinlich im Laufe des Tages heute auch ein Urteil geben. Eine Gutachterin, die wird heute noch aussagen, und der Bundeseinsatztrainer der Polizei, der wird ebenso noch aussagen. Und da wird es vor allem dann um die Frage gehen, ob, wir haben es jetzt gehört, diese Mittel, die hier angewandt wurden, tatsächlich, wie es immer heißt, die gelindesten waren, oder ob etwas hier vorgelegen ist, was strafrechtlich relevant ist. Wir werden es sehen im Laufe des Tages, wie gesagt, ein Urteil hier am Wiener Straflandesgericht.